Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, eure Anja von Feragen. Ich darf euch heute begrüßen zu unserem Farbgenetik-Seminar, das sich mit den Grundfarben beschäftigen wird. Als Unterstützung habe ich mir unsere liebe Julia geholt. Julia ist Genetikerin bei uns bei Feragen und sie ist die absolute Spezialistin, was Farbgenetik angeht. Sie wird euch heute durch das Seminar hindurchleiten. Wenn ihr Fragen habt, dann hinterlasst uns diese bitte in den Kommentaren. Wir werden sie im Zuge des Seminars beantworten. Dann würde ich sagen, übergebe ich auch gleich das Wort an unsere Julia und wünsche euch gute Unterhaltung. Bevor wir starten, hier noch die Übersicht der Webinarreihe zur Farbgenetik bei Hunden. Im vergangenen Webinar haben wir uns mit den Grundlagen und den Grundfarben beschäftigt. Hierzu gehören der E-Locus, der K-Locus und der A-Locus. Darauf aufbauend beschäftigen wir uns im heutigen Webinar mit den Modifikatoren der Grundfarben. Wie die Farbe braun zustande kommt, was es mit der Farbverdünnung und der Intensität auf sich hat und welche weißen Checkungen es gibt. Zusätzlich wird das Merle-Fell unter die Lupe genommen und wir klären auf, wie das Harlekin bei deutschen Doggen entsteht. In einem weiteren Webinar werden rassespezifische Besonderheiten erklärt, wie zum Beispiel gestromtes Fell entsteht. Aufgreifend auf dem letzten Seminar starten wir mit den Fellpigmenten. Im Grundfarben-Webinar haben wir die Fellpigmente kennengelernt. Tatsächlich gibt es nur zwei. Das sind Schwarz, das Eumelanin, und Rot, das Pheomelanin. Es gibt aber Modifikatoren, welche die Farbgebung verändern können. Die Grundfarbe bleibt hierbei erhalten, sie wird nur abgewandelt. Ein Modifikator ist der B-Locus, der für ein braunes Fell sorgt. Dieser Modifikator kann nur das schwarze Pigment umwandeln. Auf das rote Pigment hat er keinen Einfluss. Ein weiterer Modifikator ist der D-Locus, das Dilute, der eine Farbaufhellung verursacht. Diese Farbverdünnung zeigt Wirkung auf beide Pigmenttypen. Das schwarze Eumelanin wird zu grau ausgedünnt, das braune Melanin wird zu Lilac. Das rote Farbpigment Pheomelanin wird aufgehellt zu Creme. Je nach Hunderasse sind hier unterschiedliche Farbbezeichnungen im Umlauf. Auf einige werde ich später eingehen. Schauen wir uns die Modifikatoren genauer an. Der B-Locus wandelt das schwarze Pigment zu braun um. Hier werden nicht nur das Fellpigment verändert, sondern auch die Pigmente der Haut, wodurch der Nasenspiegel, die Augenlider und die Pfoten braun gefärbt sind. Braun wird rezessiv vererbt. Das heißt, dass von jedem Elternteil ein kleines B-Allel vererbt werden muss, damit ein Hund das braune Fell zeigt. Es wird auch Chocolate oder Liver genannt. Mittlerweile sind 5 unterschiedliche genetische Mutationen für klein B bekannt, die für braunes Fell verantwortlich sind. Und alle liegen im Gen TYRP1. 3 Varianten, das ist BC, BD und BS, sind unter den Hunderassen weit verbreitet. 2 weitere Varianten kommen in nur spezifischen Rassen vor. Der Australian Shepherd hat neben den 3 bekannten Varianten eine zusätzliche Variante namens BA. Und im Lancashire Healer findet man die BE-Variante. Schauen wir uns die Vererbung der 3 bekannten Varianten genauer an. Gene sind in den Säugetieren doppelt vorhanden. Eines wird vom Vater, das andere von der Mutter vererbt. Wir haben die 3 Mutationsbereiche für BC, BD und BS auf den beiden Allelen markiert. In diesem Beispiel trägt der Hund genetisch 2 identische Mutationen, also BC, BC. Somit ist der Hund braun. Im nächsten Beispiel trägt der Hund genetisch 2 unterschiedliche Braunvarianten, nämlich BC und BD. Da je ein Allel jeweils eine Mutation aufweist, so ist auch dieser Hund braun. Im dritten Beispiel trägt der Hund ebenfalls die 2 Braunmutationen BC und BD. Jedoch liegen beide Mutationen auf einem und demselben Allel. Das zweite Allel weist keine Mutation auf. Es ist wildtypisch und wird als Groß-B bezeichnet. Aufgrund des nicht mutierten B-Allels ist dieser Hund schwarz und hat den Genotyp Groß-B/BC-BD. BC und BD liegen gekoppelt auf einem Allel. Bei einer genetischen Testung des B-Locus
können wir aus der Genetik nur ermitteln, welche und wie viele Braunvarianten ein Hund trägt. Wir können aber keine Aussage darüber treffen, ob die ermittelten Braunvarianten gekoppelt vorliegen oder nicht. Hier gibt letztendlich nur das Fell Auskunft darüber, wie die B-Varianten auf den Allelen vorliegen. Schauen wir uns ein paar Beispiele an. Die Hunde oben rechts tragen die Grundfarbe dominant schwarz aus dem K-Locus. Die schwarze Farbe wandelt sich in braun, sobald der Genotyp Klein-B vorliegt. Hunde, die den A-Locus als Grundfarbe zeigen, können das rote und das schwarze Pigment gleichzeitig bilden. Der Genotyp ATAT für Black and Tan ist hier oben im Bild kombiniert mit einer weißen Scheckung. Das Tricolor-Fell wird durch den B-Locus umgewandelt zu einem Schokotan-Tricolor in braun, rot und weiß. Auch weitere A-Locus-Varianten, wie die Farbe Wolfsgrau Agouti, kann in braun abgewandelt werden. Hunde, die ausschließlich das rote Pigment im Fell bilden, das ist der E-Locus-Genotyp Klein-E für Rezessivrot, zeigen keine Farbveränderung im Fell, da der B-Locus nur auf das schwarze Pigment wirkt. Allerdings zeigen diese Hunde in Kombination mit Klein-B braune Haut. Das ist hier deutlich am Nasenspiegel zu erkennen beim rechten Hund. Es sind längst noch nicht alle Braunvarianten bei unseren Hunden genetisch bekannt. Aber was im letzten Jahr geklärt werden konnte, das ist die lange Zeit unbekannte Braunvariante der französischen Bulldogge. Im Gegensatz zu den bereits besprochenen Braunvarianten liegt diese neue Braunvariante auf einem ganz anderen Gen. Aus diesem Grund bekam diese Mutation einen neuen Namen, nämlich Cocoa. Im Bild rechts sehen wir sogar die Cocoa-Variante, die durch einen weiteren Modifikator zu Lilac aufgehellt wird. So sind wir auch schon beim D-Locus, der für eine Aufhellung der Grundfarbe sorgt. Dieser Modifikator wirkt auf beide Farbpigmente, auf Rot und Schwarz. Nicht nur das Fell wird ausgedünnt, sondern auch das Eumelanin in der Haut. Mittlerweile sind zwei unterschiedliche Mutationen bekannt, wobei die als D2 bezeichnete Mutation nur in spezifischen Rassen zu finden ist, wie dem Tyrridgeback, dem Chow Chow oder dem Sloughi. Rechts im Bild sehen wir die Farbverdünnung durch den D-Locus bei den Grundfarben rezessiv rot und dominant schwarz, beziehungsweise in Kombination mit braun. Je nach Rasse werden für die farbverdünnten Hunde unterschiedliche Bezeichnungen verwendet. Rote Hunde werden als Creme oder Champagner bezeichnet, schwarze Hunde als Silber, Charcoal oder Blue, braune Hunde als Isabella oder Lilac. Hunde, die den A-Locus zeigen, werden durch den D-Locus ebenfalls aufgehellt. In Kombination mit dem Black and Tan Muster spricht man hier von Blue Tan oder Lilac Tan. Bei der Farbverdünnung ist dennoch Vorsicht geboten. Eine Erkrankung steht mit dem D-Locus in Verbindung, die CDA genannt wird. Es ist eine Erkrankung, bei der die Haut sich chronisch entzündet und es zu enormem Haarausfall kommen kann. In einigen Rassen, wie dem Dobermann, ist diese Erkrankung vermehrt aufgetreten, wodurch von der Zucht mit farbverdünnten Hunden bestimmter Rassen abgeraten wird. Es gibt noch einen weiteren Farbaufheller, der ausschließlich auf das rote Pigment wirkt. Er wird als E-Locus bezeichnet, vom englischen Wort Intensity. Das rote Fell wird aufgehellt zu Creme oder kann recht weiß erscheinen. Allerdings ist diese genetische Variante der Pheomelanin-Verdünnung nur eine von vielen noch unbekannten Modifikatoren. Wie hier unten zu sehen ist, kann das rote Pigment in sehr unterschiedlichen Intensitäten auftreten, dessen genetischer Hintergrund noch ungeklärt ist. Der S-Locus steht für die weiße Scheckung. Eine weiße Scheckung kann sich auf jede Grundfarbe bzw. jedes Farbmuster legen. Die Pigmentbildung wird hierbei stellenweise unterdrückt. In dieser Bildreihe sehen wir das Irish Spotting. Typisch für diese Scheckung ist eine gewisse Symmetrie mit weißer Brust, weißen Abzeichen an den Beinen und die weiße Rutenspitze. Ebenfalls kann ein weißer Nackenbereich auftreten. Unten im Vergleich sehen wir die Piebald-Scheckung. Auch wenn der Kopfbereich noch meist symmetrisch gemustert ist von der weißen Scheckung, so ist die Scheckung am restlichen Körper willkürlich verteilt. Eine Variante des S-Locus ist das extreme Weiß. Hier wird die Pigmentbildung großflächig unterdrückt, sodass unpigmentierte Hautbereiche pink erscheinen. Unter den weißen Hunden gibt es Verwechslungsgefahr. Nicht jeder weiße Hund ist über den S-Locus weiß gefärbt.
Die meisten weißen Hunde sind genetisch über den E-Locus-Genotyp Klein-E-Klein-E weiß. Wie hier bei dem rezessivroten Hund rechts im Bild, so ist die volle Pigmentierung der Haut noch gegeben. Die Pigmentunterdrückung des S-Locus sorgt für Gesundheitsrisiken. Unpigmentierte Haut ist ungeschützt vor Sonneneinstrahlung, sodass es zu Sonnenbrand oder sogar zu Hautkrebs führen kann. Des Weiteren sind pigmentbildende Zellen, die Melanozyten genannt werden, wichtig in der Entwicklung der Seh- und Hörsinneszellen. Wird die Pigmentbildung in den Sinneszellen unterbunden, so kann es zu Taubheit und/oder Blindheit führen. Ebenfalls kann ein weiteres Gen für eine weiße Scheckung verantwortlich sein. Bei unseren Hunden kann das sogenannte Splitface auftreten, bei dem eine Gesichtshälfte weiß ist. Oder es gibt auch noch die Panda-Scheckung bei einigen Schäferhunden. Kommen wir zu einem weiteren Modifikator, dem Merle-Gen. Merle wirkt auf das schwarze Pigment im Fell und in der Haut und sorgt für eine willkürliche fleckenartige Aufhellung. Das rote Pigment bleibt hierbei unverändert. Merle vererbt sich dominant über den M-Locus. Schauen wir uns die Genetik von Merle etwas genauer an. Das unveränderte Gen wird mit klein m gekennzeichnet und sorgt für ein Nicht-Merle-Fell. In dieses Gen hat sich eine zusätzliche Sequenz eingeschoben, was in der Genetik als Insertion bezeichnet wird. Bei Merle kommt es auf die Länge dieser zusätzlichen Sequenz an. Man unterscheidet hier vier unterschiedliche Sequenzlängen, die das Merle-Muster beeinflussen. Pauschal kann man sagen, je länger die zusätzliche Sequenz ist, umso stärker wird das Fell aufgehellt. Eine Länge wird in Basenpaaren mit der Einheit BP beschrieben. Ist die Merle-Sequenz eher kurz, von 200 bis 246 Basenpaaren, so spricht man von kryptischen Merle oder auch Phantom-Merle genannt. Hunde dieser Merle-Kategorien sehen meist wie Nicht-Merle-Hunde aus oder zeigen nur kleine Bereiche am Körper, die auf Merle hindeuten können. Die nächst längere Merle-Variante ist das atypische Merle. Diese Hunde zeigen eine meist schmutzig wirkende Melierung des Fells, wobei auch rötliche Farbtöne auftreten können. Als nächstes folgt das klassische Merle. Hier heben sich die vollpigmentierten Tupfen und Flecken deutlich vom aufgehellten Fell ab. Die längste Merle-Sequenz wird durch das Harlequin-Merle gezeigt. Hier ist die Farbaufhellung so stark, dass das Fell zwischen den vollpigmentierten Bereichen beinahe weiß erscheint. Die meisten Hunde entsprechen diesen vier Kategorien. Jedoch gibt es einige Ausnahmen, wodurch angenommen wird, dass noch weitere genetische Faktoren eine Rolle spielen. Eine Ausnahme bilden die Tweed-Merle-Hunde. Sie sind genetische M-Harlequin-Merle. Aber sie zeigen ein einzigartiges Fell mit Flecken von unterschiedlichen Schattierungen. Hierbei muss nicht zwangsläufig ein großer Weißanteil vorhanden sein. Schauen wir uns die Merle-Mutationen in unterschiedlichen Kombinationen einmal an. Rezessiv rote Hunde, Klein-E-Klein-E aus dem E-Locus, können Merle versteckt tragen. Sie zeigen das Merle-Muster zwar nicht im Fell, aber manchmal deuten blaue Augen oder eine fleckig pigmentierte Nase darauf hin. Hunde der Grundfarbe dominant schwarz aus dem K-Locus können die Merle-Sprenkel überall dort zeigen, wo schwarzes Pigment gebildet wird. Merle in Kombination mit Schwarz wird als Blue Merle bezeichnet. Kommt nun der Modifikator des B-Locus hinzu mit dem Genotyp Klein-B, so wird das schwarze Pigment zu braun umgewandelt, auf das sich wiederum die Merle-Zeichnung ausprägt. Genetisch braune Hunde werden als Red Merle bezeichnet. Diese Namensgebung ist etwas verwirrend, denn Red Merle hat nichts mit dem roten Pigment Pheomelanin zu tun. Die Grundfarben aus dem A-Locus können ebenfalls mit Merle kombiniert werden. Der Tricolor ist ein Black and Tan Hund mit weißer Scheckung. Das Merle-Muster legt sich hier ausschließlich auf das schwarze Pigment, was als Blue Merle Tricolor bezeichnet wird. Liegt zusätzlich noch die Kombination mit Klein-B im B-Locus vor, so wird das braune Pigment gebildet und der Hund ist ein Red Tricolor. Einmal ohne Merle und einmal mit Merle im Bild ganz rechts. Seltener sieht man die Grundfarbe Zobel, die mit Merle in Kombination vorliegen kann. Hier wird das schwarze Tipping durch das Merle-Gen stellenweise aufgehellt.
So schön bunt Merle auch ist, die Mutation hat auch ihre Gesundheitsrisiken. Der Weißanteil im Fell kann bei Hunden mit zwei Merle-Allelen, also Doppelmerle-Hunden, sehr hoch sein. Wie schon im S-Lokus bei den extrem weißen Hunden beschrieben wurde, ist die Pigmentunterdrückung mit einigen Risiken verbunden. Zum einen fehlt den Hunden ohne Pigment der natürliche Sonnenschutz. Zudem kann die Doppelmerle-Mutation zu Taub- und oder Blindheit führen. In Extremfällen können sogar Augenmissbildungen oder skeletale Deformationen auftreten. Die unterschiedlichen Kombinationen der Merle-Allele bei Doppelmerle-Hunden können auch ohne einen großen Weißanteil im Fell bereits zu Behinderungen führen. Ein weiterer wichtiger Punkt ist das Einkreuzen von Merle-Hunden in unterschiedliche Rassen. Der Trend zeigt, dass Merle immer beliebter wird. Merle taucht in immer mehr Rassen auf, so auch dem Pudel oder dem Labrador. Doch nicht nur das bunte Merlefell der Hütehunderassen wird hier eingekreuzt. Auch die rassespezifischen genetischen Erkrankungen werden mitsamt dem Merle eingeschleppt, sodass einige Vertreter der Rasse Pudel nun eine hütehundspezifische Medikamentenunverträglichkeit aufweisen, die MDR1 genannt wird. Ohne das Merle gäbe es jedoch keine Harlekin-Doggen. Das Harlekin kann als Modifikator von Merle betrachtet werden. Das Harlekin-Gen vererbt sich dominant und sorgt für eine stärkere Farbauffällung hin zu weiß, sodass willkürlich vollpigmentierte Sprenkel auf weißem Untergrund erscheinen. Dem Harlekin liegt als Grundfarbe das dominante Schwarz des K-Locus zugrunde, wie bei der Manteldogge links im Bild. Weiterhin wird der Merle-Faktor benötigt, um für die willkürlichen Tupfen zu definieren, wie beim Grautiger. Kombiniert man noch die Harlekin-Mutation hinzu, dann erhält man das typische schwarz-weiße Farbmuster. Auch beim Harlekin ist in der Zucht auf die Genkombination zu achten. Der Genotyp Großhaar-Großhaar, also Doppelharlekin, ist nicht überlebensfähig und der Wurf minimiert sich. Bei einer Verpaarung zweier Harlekin-Hunde verkleinert sich der Wurf statistisch betrachtet um 25%. Hier ist Vorsicht geboten, denn Manteldoggen, die kein Harlekin zeigen, können tatsächlich versteckt Träger von dem Harlekin sein. Nun sind wir auch am Ende angelangt und fassen wir die Modifikatoren einmal zusammen. Wir haben den B-Locus, der aus dem schwarzen Pigment ein braunes umwandelt. Dann gibt es die Farbverdünnung aus dem D-Locus. Sie macht aus dem schwarzen Pigment ein graues. Aus Braun wird Lilac und aus Rot wird Creme. Die weiße Scheckung legt sich über jegliche Fellfarbe im Muster des Irish Spottings oder der Piebald-Scheckung drüber. Und wir haben das Merle, das in vier Kategorien unterteilt werden kann. Dem kryptischen Merle, den atypischen Merle, das klassische oder das Harlekin-Merle. Das Merle ist Voraussetzung für das Harlekin der Dogge. Testungen auf Farbgene können bei uns als Einzeltestungen bestellt werden oder als Farbpakete. In unseren genetischen Screenings wie dem DocCheck erhält man ein Komplettpaket an Testungen bezüglich der Fellfarben und der genetischen Erkrankungen. So, ich hoffe, es war viel Informatives für euch dabei. Solltet ihr noch Fragen haben, hinterlasst uns diese in den Kommentaren. Unsere Kontaktdaten findet ihr wie immer in der Infobox zum Video. Wir würden uns natürlich auch freuen, wenn ihr unseren YouTube-Kanal abonnieren würdet. Ansonsten freuen wir uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal, eure Anja und Julia. Tschüss!